diesem Webinar begrüßen zu dürfen. Das mache ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Vor allem freue ich mich aber auch, ZuschauerInnen begrüßen zu können, die sozusagen Interesse an dem Thema Entgelterhöhung, an dem Thema städtische SeniorInnen-Einrichtungen haben. Das ist ein Thema, das uns in Lübeck seit vielen, vielen Jahren bewegt. Denn wir haben sozusagen den Luxus, ich möchte das bewusst so sagen, dass wir in Lübeck noch kommunale SeniorInnen-Einrichtungen haben. Das heißt, SeniorInnen-Einrichtungen, die in städtischer Hand sind und über die wir auch als Bürgerschaftsmitglieder, aber auch als Stadtgesellschaft auch maßgeblich mitentscheiden können und deren Weg beeinflussen können. SeniorInnen-Einrichtungen ist ein Thema, das hat eine Tradition in Lübeck. Es gab diverse Abteilungsleiter von diesen städtischen SeniorInnen-Einrichtungen. Es gab immer wieder Diskussionen über die Wirtschaftlichkeit dieser SeniorInnen-Einrichtungen. Wir haben seit einigen Jahren jetzt mit einem ordentlichen Defizit zu tun, dass wir über den kommunalen Haushalt jedes Jahr sozusagen ausgleichen. Zuletzt waren das über 3 Millionen Euro, um die es da geht. Und gerade wir Grüne haben immer sehr lebendig zu dieser Frage diskutiert, haben auch immer Vorschläge gemacht im Sozialausschuss, in der Bürgerschaft, aber auch in die Stadtgesellschaft hinein, wie wir unsere SeniorInnen-Einrichtungen vielleicht besser aufstellen können und auch wirtschaftlicher machen können. Beispielsweise über Neubauten, über energetische Sanierung oder auch über Änderungen beispielsweise in der Personalstruktur oder ähnlichem. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein großes Thema und vor einigen Wochen, würde ich mal sagen, haben wir dann erfahren, wir KommunalpolitikerInnen, aber auch die Stadt, dass die Entgelte der HeimbewohnerInnen steigen und zwar deutlich steigen. Das bedeutet konkret, dass die Menschen, die in unseren städtischen SeniorInnen-Einrichtungen leben und ja, ihren Lebensabend verbringen, so kann man das schon ganz klar sagen, müssen jetzt im Schnitt 400 bis 600 Euro mehr zahlen. Und das wurde relativ plötzlich dann doch irgendwie beschlossen und war auch von der Informationslage und wie die PolitikerInnen informiert wurden, nicht immer hundertprozentig transparent, das muss man ganz klar sagen. Es hat sich doch auch herauskristallisiert, dass es durchaus Versäumnisse gegeben hat bei den Verhandlungen mit den Pflegekassen, um die entsprechenden Gelder, die die städtischen SeniorInnen-Einrichtungen zur Verfügung haben, dass da bestimmte Material- und Sachkosten beispielsweise nicht verhandelt wurden, die dann in Kombination mit vielen, vielen anderen Bereichen zu diesem Defizit geführt haben. So, und jetzt wollen wir uns also der Frage widmen, 400 bis 600 Euro mehr für die BewohnerInnen in den SeniorInnen-Einrichtungen. Ist das eigentlich noch sozial oder ist es ja ein Weg, der die Menschen in die Armut führt? Und vor diesem Hintergrund muss man vielleicht hinzufügen, dass in dem Wirtschaftsplan der städtischen SeniorInnen-Einrichtungen, den die Lübecker Bürgerschaft in dieser Woche verabschieden soll, da sind die Entgelterhöhungen drin, wird eben auch schon mit einer kleinen Belegungsdelle kalkuliert für das kommende Jahr, weil es eben tatsächlich viele Menschen gibt, was heißt viele, wir haben ungefähr 15 ausmachen können, die tatsächlich gekündigt haben und sie zu ihrem Lebensabend letztendlich einen neuen Platz suchen müssen, weil sie nicht in die Sozialhilfe rutschen wollen. Und genau das ist unserer Einschätzung nach doch vorprogrammiert bei so einer deutlichen und sprunghaften Erhöhung von Pflegeentgelten. Genau, darüber wollen wir heute diskutieren, also über die konkrete Situation der Sie, wie wir die städtischen Senioreneinrichtungen gern abkürzen, aber auch über das große, komplexe Thema Pflege insgesamt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich den ZuschauerInnen, die in unserem Zuschauerraum sind, unsere Disputantinnen und Disputanten vorstellen kann. Das sind zum einen Frau Beate Herrmann. Sie ist die Personalratsvorsitzende und Mitarbeiterin bei den städtischen SeniorInnen-Einrichtungen und kann hier sozusagen direkt aus der Praxis berichten und ihren Eindruck uns darstellen, was in den letzten Jahren passiert ist und wie wir jetzt mit den Entgelterhöhungen umgehen, was es auch für Konsequenzen hat. Vielen Dank, Frau Herrmann, dass Sie heute da sind. Genau, ich mache jetzt weiter und dann im Anschluss haben alle Diskutantinnen die Gelegenheit, noch ein kurzes Input-Statement für uns zu geben, bevor wir dann in die Diskussion gehen.
Genau, dann freue ich mich, dass Manfred Bergmann da ist. Er ist Mitglied des Seniorenbeirates der Hansestadt Lübeck, ist damit auch Gast in Ausschüssen und Bürgerschaft, wo der Seniorenbeirat auch Rederecht hat und vertritt natürlich die Interessen der SeniorInnen in unserer Stadt. Und entsprechend für diese kann dann Herr Bergmann heute auch hier sprechen und diskutieren, vielleicht auch Fragen beantworten, von seinen Erfahrungen berichten. Vielleicht gibt es ja auch schon Austausch mit einigen SeniorInnen, die von dieser Entgelterhöhung betroffen sind. Lieber Herr Bergmann, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Abend. Genau, und dann haben wir noch Cordula Schulz-Asche. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen, ist Sprecherin für Pflegepolitik, beschäftigt sich aber auch gerade jetzt während Corona natürlich sehr, sehr stark mit Infektionsschutz. Cordula Schulz-Asche kommt aus Hessen, wie gesagt, Teil der Grünen Bundestagsfraktion. Sehr, sehr busy momentan, hatte heute schon einen sehr, sehr langen Tag. Aber umso mehr freuen wir uns, dass du heute da bist, Cordula, und dass wir mit dir diskutieren können und dass du uns auch nochmal so ein bisschen einen größeren, globaleren Blick auf Pflegepolitik geben kannst und vielleicht auch darstellen kannst, was so die grüne Position zur Pflege ist bei so brandaktuellen Fragen wie Pflegenotstand auf der einen Seite, aber auch wie verbessern wir die Arbeitsbedingungen der Menschen und wie schaffen wir die bestmögliche Pflege für alle Menschen in diesem Land, unabhängig von Einkommen oder Vermögen. Von daher vielen Dank, Kolula, dass du heute da bist. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Sehr gern. Und dann sitzt hier auch noch Michelle Akyurt, die können die ZuschauerInnen auch noch sehen. Sie ist sozialpolitische Sprecherin bei uns in der Grünen Bürgerschaftsfraktion, sitzt im Sozialausschuss und hat im letzten Sozialausschuss zusammen mit Thomas Fürst, der im ZuschauerInnenraum ist, auch grünes Sozialausschussmitglied bei den Grünen, den Senator Schindler gelöchert zu den Entgelterhöhungen und kann hier auch einige Impulse und aus der Praxis und aus der Politik in Lübeck hineinbringen, ist auch schon sehr lange dabei und weiß daher sozusagen, wie die Entwicklung der städtischen Senioreneinrichtungen und auch die Debatten in den letzten Jahren so abgelaufen sind. Freuen wir uns, dass auch Michelle heute da ist und natürlich freuen wir uns, dass die ZuschauerInnen alle draußen da mitschauen. Genau, wie läuft das also jetzt ab? Ich habe schon ein kleines Eingangsstatement sozusagen gemacht, beziehungsweise die Situation in Lübeck dargestellt, den Grund, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben. Und in der Folge werde ich jeden Gast, der jetzt hier auf dem Podium sitzt, eine kurze Eingangsfrage stellen. Und dann werden wir so einen kleinen Input von Frau Herrmann, von Manfred Bergmann und von Cordula Schulz-Asche bekommen aus ihrem jeweiligen Bereich. So maximal 5 bis 10 Minuten, dass wir jetzt insgesamt dann schon vielleicht gegen 19:30 anfangen können mit der Diskussion. Und für die ZuschauerInnen besteht die Möglichkeit, zum einen Fragen zu stellen in unserem Fragenformat. Das ist hier im Zoom-Raum sozusagen mit F und A abgekürzt. Da können Sie Ihre Fragen reinstellen und die werde ich dann direkt an die Diskutantinnen stellen, sodass wir darüber diskutieren können. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sozusagen sich hier in unser virtuelles Podium mit hineinzuschalten. Das heißt, wenn Sie das Bedürfnis haben, dass Sie hier mitdiskutieren wollen, dass Sie vielleicht Frau Schulz-Asche was fragen wollen oder Frau Herrmann oder Frau Akyurt, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier sich mit reinschalten zu lassen und können dann mitdiskutieren. Genau, fangen wir mal an bei Herrn Bergmann vom Seniorenbeirat. Genau, wir haben es vor einiger Zeit gelesen und gehört, die Entgelte steigen dann jetzt doch relativ deutlich hier bei den städtischen SeniorInneneinrichtungen. Und Sie, Herr Bergmann, vertreten ja durchaus die Interessen der SeniorInnen in Lübeck, in unserer Stadt und haben da ja auch Rederecht in den verschiedenen Gremien der Kommunalpolitik. Und daher vielleicht so eine Eingangsfrage. Ganz global, wie beurteilen Sie denn jetzt diese Entgelterhöhung? Ist das sozusagen ein Versagen der Politik in Lübeck oder liegt das Problem viel höher, vielleicht bei der Pflegeversicherung und im Endeffekt können wir ja alle gar nichts dafür? Also ich frage mal so ein bisschen offen. Wie positionieren Sie sich denn zu dieser Entgelterhöhung und was stellen Sie generell für Trends fest in Lübeck in dem Bereich Pflege und wo muss Politik ansetzen und arbeiten? Herr Bergmann. Ja, wir sind ja davon über die Erhöhung richtig überrascht worden, so wie viele auch in Lübeck, glaube ich. Wir haben ja erst erfahren einen Artikel in den LN, dass eine Erhöhung durchgeführt werden soll, die wirklich nicht akzeptabel erscheint. Und wir haben das auch in unserem Beiratsgremium sozusagen diskutiert.
und die Stimmung war von überrascht bis entsetzt. Wir haben dann festgestellt, diese Erhöhung ist völlig unsozial und die kann eigentlich so nicht umgesetzt werden. Und wir haben auch bedauert, dass wahrscheinlich viele der Bewohnerinnen dann Sozialhilfe beantragen müssen. Wir haben dann im weiteren Verlauf eingefordert, dass wir über das Verfahren entsprechend auch informiert werden und haben Gespräche dann eingefordert und auch geführt. Und wir haben nochmal darauf hingewiesen, dass wir vom Beirat das eigentlich nicht akzeptieren können, diese wahnsinnige Erhöhung. Und haben nochmal deutlich gemacht, wenn gar nichts hilft, dass diese Erhöhung möglicherweise durch eine stufenweise über mehrere Jahre sozusagen angeglichen wird bzw. umgelegt wird. Leider mussten wir bedauerlicherweise dann erfahren und lernen, dass dieses Verfahren völlig losgelöst ist von Selbstverwaltungsaufgaben in einer Gemeinde. Denn dieses Verfahren ist ja eine gesetzliche Vorgabe nach dem Pflegegesetz. Und hier haben sicherlich die Kommunen, so wie wir das zunächst gehofft haben, gar keine richtige Einwirkungsmöglichkeit. Und wir haben ja im Sozialausschuss einen Antrag gestellt, dass zumindest geprüft wird, dass hier gemacht wird, dass diese Erhöhung stufenweise erfolgt. In der Hoffnung, dass dies auch intensiv geprüft wird. Zur Frage des möglichen Versagens vor Ort der Politiker. Ich glaube, wir kriegen das nur auf einer ganz anderen Ebene in den Griff. Das Problem ist ja nicht nur in Lübeck so. In der Vergangenheit hat es ja auch diese Probleme in anderen Ländern, also Bundesländern und auch in Kommunen gegeben. Und wir müssen ansetzen bei der Frage, wie kriegen wir die Eigenanteile, die gezahlt werden müssen, gedeckelt. Das ist ja immer so, dass die Kosten eines Leistungsträgers in den Verhandlungen abgeschlossen werden. Das ist ein völlig autonomes Verfahren nach dem Pflegegesetz. Und wir müssen sehen, dass wir dann auf dieser Ebene, das ist dann sozusagen die Bundesebene, hier entsprechende Initiativen ergriffen werden, um dies zu deckeln. Ein Vorschlag ist ja gemacht worden. Nur so sehe ich die Möglichkeit, dass wir hier die Eigenanteile entsprechend in den Griff bekommen. So, das mal so zum Eingang, wie wir das sehen. Also bei uns ist es zusammengefasst, wir halten das für unsozial und man müsste nochmal gucken, ob hier eine, sage ich immer, eine sozialverträgliche Lösung erfolgen kann. Noch Wunderbar. Vielen Dank, Herr Bergmann. Also wir hören heraus, der Seniorenbeirat findet diese Erhöhungen unsozial. Ich glaube, das können alle hier nachvollziehen, wenn man sich vor Augen hält, dass es echt viele SeniorInnen gibt, die dadurch in die Sozialhilfe letztendlich hineingedrückt werden durch diese Entgelterhöhung. Und der Appell ist so ein bisschen, dass man das sozialverträglich gestaltet, auf der einen Seite beispielsweise durch eine stufenweise Erhöhung, auf der anderen Seite aber auch ein klarer Appell in Richtung Bund, wir müssen sozusagen dafür sorgen, die Eigenanteile zu deckeln. So. Das habe ich bisher so herausgenommen. Vielen Dank, Herr Bergmann. Und dann würde ich direkt weitermachen mit Frau Herrmann aus dem Personalrat der städtischen SeniorInneneinrichtungen. Jetzt sind die Beschäftigten der SIE ja nicht gleichzusetzen mit den BewohnerInnen der SIE. Und deswegen möchte ich trotzdem Ihnen auch nochmal die Frage stellen, Frau Herrmann, wie positionieren sich denn die Beschäftigten zu dieser Entgelterhöhung auf der einen Seite? Zum anderen aber, wie hängt so eine Entgelterhöhung vielleicht auch zusammen mit den Arbeitsbedingungen, die Sie vor Ort haben? Das vielleicht so als Frage. Und dann würde ich noch eine Frage hinzufügen, nämlich hinsichtlich dieser Dualität in unserem Pflegewesen, also dass wir hier beispielsweise die städtischen SeniorInneneinrichtungen haben,
aber es ja eben auch noch die privaten und auch die gemeinnützigen Träger gibt. Und da vielleicht auch nochmal eine Frage an Sie. Die Privatisierung von Pflegeeinrichtungen, geht die vielleicht auch ein bisschen auf die Qualität der Pflege? Also diese drei Fragen würde ich Ihnen vielleicht für so ein Eingangsstatement doch stellen wollen. Ja, schönen guten Abend nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie das Wort dem Personalrat damit übergeben, dass wir eine Stimme haben bei Diskussionen. Die Erhöhung der Entgelte ist natürlich auch an den Mitarbeiterinnen nicht spurlos vorbeigegangen. Auch da ist die Wahrnehmung, dass das sehr viel ist, was diesmal erhöht worden ist. Gleich ein geht es aber auch darum, dass, ja, wie Sie ja schon erwähnt haben, bei uns aufgrund des Beschäftigtenstatus der TVÖD ja auch refinanziert worden ist, gleichzeitig mit den anderen Bedingungen mit den anderen tariflichen Vorzügen, sage ich jetzt mal so, die städtischen Senioreneinrichtungen ihren Mitarbeiterinnen bieten. Grundsätzlich ist das Problem nicht in den Einrichtungen zu suchen, sondern so, auch wie Sie schon angesprochen haben, ist das ein Problem aus der Sicht der Mitarbeiterinnen des Bundes, weil dort eben die Gesetze das so zulassen, dass es jetzt so umgesetzt wird, wie es jetzt gerade hier in Lübeck passiert ist. Die Privaten werden sicherlich in der nachfolgenden Zeit auch in Entgeltverhandlungen gehen, da ja immer noch dieser flächendeckende Pflegelohntarif angestrebt wird. Und auch da wird es zu Nachbesserungen in den Entgelten kommen. Da gehen wir ganz fest von aus. Was man als Zweites nicht außer Acht lassen darf, ist, dass bei den städtischen Senioreneinrichtungen die Heimentgelte als inklusiv, also All-In-Preis zu sehen ist, was ja leider, oder bei uns herrscht viel Transparenz, von daher liegen die Preise offen, es liegt alles offen, was an Entgelten gezahlt wird, was ja bei den privaten oder bei anderen freien Trägern mitunter nicht so dargelegt werden braucht. Von daher ist es oft so, dass bei uns, dass wenn wir Heimwechsel haben oder wenn wir Mitarbeiterwechsel haben aus privatfreien Trägern, dass dort geschildert wird, dass da zusätzliche Kosten eben nebenher oft auflaufen, die bei uns so in der Form gar nicht abgerechnet werden. Sie sprachen an, was wir für Vorteile oder was wir darauf abstellen, dass bei uns eben gute Arbeit, gute Qualität, die muss auch gut bezahlt werden. Von daher ist es so, dass wir sicherlich einen Wettbewerbsvorteil in Lübeck haben durch den Tarif. Auch bei uns macht sich der Fachkräftemangel breit oder bemerkbar, aber lange nicht so in dem Maße wie bei anderen Einrichtungen, aus denen man dann durchaus auch schon mal in der Presse oder im Sozialausschuss eben geschildert bekommen hat, dass Stationen teilweise nicht eröffnet oder geschlossen werden mussten, weil das dafür benötigte Personal fehlt. Das ist bei uns nicht der Fall. Durch die guten tariflichen Rahmenbedingungen, die bei uns vorherrschen, ja, die Gesetze, der Personalrat, alles, was sich da so rumrankt, das ist schon ein Vorteil hinsichtlich privater oder freier Träger. Die Mitarbeiter sind eben durch diesen Rahmen ja abgesichert und sind nicht so nah an dieser, ich sage das jetzt mal überspitzt, an dieser Ausbeutungsarbeit oder sind nicht da drin involviert, so sehr wie jetzt bei anderen Trägern. Dass diese Flucht aus der Pflege ist eben, wie gesagt, bei privaten und bei freien Trägern wesentlich höher. Unsere Fluktuation, das wissen Sie selber, das konnten Sie sicherlich auch schon erlesen oder wurde Ihnen zugetragen, ist ganz gering. Von daher, das sind alles Punkte, denke ich, die für das Weiterführen und für den Erhalt der Senioreneinrichtungen sprechen, beziehungsweise auch vielleicht Punkte sind, die dazu führen könnten, dass man intensiver in ein Zukunftsprojekt einsteigt, was Sie ansprachen, Neubau, alles, was sich darum rankt, vielleicht auch ein zweites Standbein außerhalb der stationären Pflege, um eben die Senioreneinrichtungen auf ein breiteres Standbein zu stellen. So, von daher muss ich jetzt leider gestehen, dass ich die dritte Frage, die Sie hatten, jetzt vergessen habe. Das ist nicht schlimm, aber ich würde vielleicht einfach
direkt nachfragen, Frau Herrmann, ja, weil ich das ganz interessant fand, wie Sie gerade über die städtischen SeniorInnen-Einrichtungen gesprochen haben. Und da würde ich ganz, ja, vielleicht fast ein bisschen polemisch nachfragen, dieses Defizit, mit dem wir uns in der Kommunalpolitik ja jetzt schon seit einiger Zeit herumschlagen, der städtischen SeniorInnen-Einrichtungen. Macht Ihnen das Sorge? Macht Ihnen und auch Ihrer Mitarbeiterschaft das Sorge, dass da vielleicht ja in Konsequenz an den Entscheidungen der Kommunalpolitik auch Ihre Jobs oder Ihre langfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten hängen? Natürlich macht uns das Sorge. Fragen Sie die Mitarbeiterin, wer möchte gerne in einem defizitären Betrieb arbeiten? Wir würden auch gerne so arbeiten, dass wir plus minus null oder in einem wirtschaftlichen Bereich liegen würden, dass man Rücklagen bilden kann. Natürlich wäre das schöner. Aufgrund der Konstellation, wie es jetzt ist, ist es aber so zurzeit nicht möglich. Mit Pflege in dieser Konstellation lässt sich unter guten Arbeitsbedingungen leider kein Geld verdienen. Das ist ja, also vielen Dank, Frau Herrmann, das ist ja schon mal eine starke Aussage. Mit Pflege lässt sich aktuell unter den Gegebenheiten kein Geld verdienen. Auch Sie haben ja in Ihrem Eingangsstatement in gewisser Weise die Verantwortung des Bundes angesprochen. Und das leitet natürlich perfekt über zu unserem grünen Gast, Cordula Schulz-Asche aus dem Bundestag. Ich würde ja direkt mal die Frage so ein bisschen weitergeben. Also an Frau Schulz-Asche, wo liegt denn da auch bei diesen Dingen, wie wir sie jetzt in Lübeck beobachten, also beispielsweise einer solch drastischen Entgeltsteigerung, in letzter oder auch in erster Instanz die Verantwortung des Bundes? Und da würde ich anschließen die nächste Frage, nämlich viel von dem, über was wir hier sprechen, ist ja irgendwie auch ein Konstrukt oder ein Resultat unserer Pflegeversicherung, unserer gültigen Gesetzeslage. Und da wollte ich Cordula ganz gern zwei Dinge fragen, nämlich das erste, müssen wir die Pflegeversicherung reformieren? Müssen wir die Pflegeversicherung sozialer ausgestalten? Und was ist da so ein bisschen der grüne Gedanke dazu? Vor allem auch vor all diesen Problemlagen, die wir ja in Teilen schon beschrieben haben, nämlich Personalmangel, niedrige Löhne, ungünstige Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, da kann ich sagen, dass die städtischen SeniorInnen-Einrichtungen durch ihren TVED noch ganz gute Bezahlungen letztendlich garantieren im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Pflegenotstand ist ja auch noch ein Riesenthema, was da mit hineinspielt. Also so ein bisschen die erste Frage nach der Pflegeversicherung an Cordula und was da gemacht werden muss. Und die zweite Frage, warum ist es eigentlich so, dass es in Deutschland so wenige städtische Senioreneinrichtungen gibt und doch private Einrichtungen doch hier bestimmend sind auf dem Markt? Und ist das denn eigentlich gut so? Cordula, du musst dich noch lautschalten. Du bist noch auf stumm geschaltet. Ja, Entschuldigung. Es passiert wunderbar, doch immer wieder. Jetzt ist man mein ganzes Leben andauernd in Videokonferenzen und vergisst es trotzdem immer. Ja, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Vielleicht fange ich mit der letzten an, weil die eigentlich zusammenhängen. Mit der Einführung der Pflegeversicherung war das Ziel eigentlich, die Kommunen tatsächlich von den Kosten, die mit Pflegebedürftigkeit zusammenhängen, zu entlasten. Das war die eine Idee, und nach der Einführung der Pflegeversicherung war es tatsächlich so, dass die Kommunen in zweifacher Hinsicht entlastet waren. Sie waren entlastet, was eventuell Zuschüsse angeht oder auch finanzielle Hilfen für die Pflegeeinrichtungen, und sie waren auch entlastet, was die Auswirkungen angeht, die für die Hilfe zur Pflege. Das ist ja eine kommunale Sozialhilfe, sich daraus ergeben, wenn Pflegebedürftige nicht selber für ihre Unterkunft aufkommen können. Das war eigentlich die Intention der Pflegeversicherung. Und dann ist aber in den letzten Jahren sehr viel passiert. Das eine ist, dass eben wir ja seit vielen Jahren, nicht nur wir, sondern eigentlich auch die Gesellschaft, versucht, die Qualität zu verbessern, die Gehälter zu verbessern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und das führt dazu, dass dadurch, dass wir jetzt ein gedeckeltes System haben, das heißt, dass die Pflegeversicherungen diese Kosten nicht übernehmen, sondern das dann auf die Eigenanteile der Heimbewohner übertragen wird, dadurch kommen diese
diese Ungerechtigkeiten zustande, hier alle, also nicht nur kommunale Träger treffen, sondern alle erstmal. Und die Umlage dann tatsächlich auf die Bewohner in den stationären Einrichtungen betrifft. Und das Zweite ist, dass es übrigens auch das Gleiche gilt eigentlich auch für den ambulanten Bereich. Auch da haben wir im Prinzip eine Deckelung. Auch da führt jede Gehaltserhöhung, jede Qualitätsverbesserung dazu, dass tatsächlich auch dort die Eigenanteile für pflegerische Leistungen, ich rede nur von pflegerischen Leistungen, ansteigen. Und es oft gerade auch im ambulanten Bereich, wo ja praktisch weniger Kontrollen stattfinden, wie gut die Betreuung dort ist, dazu führen, dass viele pflegerische Leistungen überhaupt nicht erst in Anspruch genommen werden. Also wir gehen im ambulanten Bereich durch diese Splittung der oder Gestaltung der jetzigen Pflegeversicherung davon aus, dass es unter Umständen zu erheblicher Unterversorgung kommt. Wir müssen sehen, die Konstruktion ist so, dass man hat ja nicht nur die Pflegekosten, also über die wir jetzt im Moment gerade reden und die ja auch bei euch zu dem Problem führen in Lübeck, sondern die Bewohner haben ja auch die Kosten der Unterkunft und für Verpflegung. Sie haben auch beteiligen sich im Prinzip auch an Investitionskosten, also an baulichen Maßnahmen und so weiter über die Miete. Und viele Familien sind ja auch einfach belastet, zum Beispiel wenn ein Partner noch zu Hause wohnt und der andere im Heim ist, dann haben die praktisch doppelte Miete. Und so. Also sind für Familien wirklich extreme Belastungssituationen. Wir haben, ich weiß nicht warum, aber es ist jedenfalls lange zugeguckt worden, wie diese Eigenanteile immer weiter steigen. Und wir reden, wie gesagt, wir reden nur über den pflegerischen Anteil und der liegt jetzt im Bundesdurchschnitt bei 785 Euro im Monat. Und ihr könnt, also da kommt jetzt noch, dazu kommt dann noch Unterkunft und Verpflegung. Das heißt, die 785 sind eigentlich Leistungen, die über die Pflegeversicherung abgedeckt sein müssten. Und dass es so lange gedauert hat, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, ist vielleicht auch ein Zeichen, wie in den letzten Jahrzehnten Politik in diesem Bereich gemacht wurde. Jetzt kommt natürlich wir haben jetzt einen riesigen Druck in mehrfacher Hinsicht. Die eine ist die demografische Entwicklung. Wir werden bis 2035 einen Zuwachs an pflegebedürftigen Menschen haben von plus 50% rund zum jetzigen Stand. Und wir reden ja schon seit vielen Jahren über die demografische Krise, die darin ja nicht nur darin besteht, dass wir einen größeren Anteil von älteren Menschen haben werden, von denen ja auch viele gesund sind und gar nicht auf Hilfe angewiesen sind, aber eben auch ein Anstieg von pflegebedürftigen Menschen auf der einen Seite. Und was aber eben vor allem eine große Rolle spielt, ist die Frage der im Berufsleben stehenden Bevölkerung. Und ich hatte meine Praktikantin, die hieß Anna, deswegen nennen wir das immer Annas Torte, weil die so eine Grafik gemacht hat, eine Tortengrafik. Und da sieht man ganz deutlich, dass zum Beispiel im Jahr 2060 wird nur noch die Hälfte der Bevölkerung überhaupt im arbeitsfähigen Alter sein. Die andere Hälfte ist entweder über 65, also im Rentenalter mit nach oben offen oder eben in Kind oder in Ausbildung. Und auf diese Situation laufen wir zu und auf diese Situation ist die jetzige Pflegeversicherung überhaupt nicht vorbereitet, auch die Arbeitsbedingungen nicht. Vielleicht ein Punkt zum Pflegenotstand. Wir haben die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, die Überlastung, die Unterbesetzung, auch das gilt übrigens für das Krankenhaus genauso wie für die Langzeitpflege. Wir haben tatsächlich Probleme, ausreichend Personal zu finden, noch dazu bei einer wachsenden Nachfrage aufgrund des Fachkräftemangels, aber auch natürlich aufgrund der Demotivierung, die in diesem Bereich stattgefunden hat und der aktuellen Unattraktivität des Berufs für junge Leute, die sich entscheiden müssen, für bestimmte Berufe entscheiden müssen. Und deswegen braucht man, glaube ich, man braucht auf der einen Seite ein ganzes Paket, was man als Gesellschaft tut, wie man sich auf diese Situation einstellt. Und dafür brauchen wir auf jeden Fall auch eine Reform der Pflegeversicherung, und zwar ganz schnell. Ich will vielleicht ganz einen kleinen Punkt noch sagen, weil ich die Kommunen wirklich als einen zentralen Schlüssel in der Versorgung von älteren Menschen sehe, also gar nicht jetzt nur bezogen auf die stationären Einrichtungen oder das Thema, was ihr jetzt gerade aktuell habt. Ich glaube, dass die soziale Teilhabe im Alter
und würdiges Altern zentrale Aufgaben, kommunale Aufgabe ist und wo wir wirklich auch Strukturen brauchen, wie man das umsetzen kann. Und da brauchen die Kommunen meiner Meinung nach auch sehr viel Unterstützung, auch finanzielle Unterstützung, um das tun zu können. Wir reden über soziale Teilhabe im Quartier, Pflege im Quartier, Quartiersmanagement, auch von pflegerischen Leistungen, also sehr viel mehr Kooperation von professionellen Pflege in Kombination mit freiwilligen Diensten oder wie jetzt, wie wir hören, jetzt auch ja mit Sinnern beiräten, also wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit und da sind die Kommunen einfach die Key Player, die Frage von Gesundheitszentren, also auch bestimmte Angebote zu bündeln und die Gesundheitsberufe, die verschiedenen von den Ärzten bis zu den verschiedenen pflegenden Pflegefachkräften auch besser zu verbinden. Das ist so ein bisschen ein Konzept, wo ich jetzt vielleicht bei Nachfrage nochmal drauf gehe, aber jetzt erstmal nochmal auf dieses Finanzierungsangebot oder diese Finanzierungsproblematik eingehe, weil wir da tatsächlich auch ein Modell haben. Wir nennen es doppelte Pflegegarantie. Und zwar, weil wir eigentlich zwei Sachen garantieren wollen, also deswegen doppelt. Wir wollen die Kosten planbar machen, die sich auch für die Pflege ergeben, wenn man vor allem im stationären, aber eben auch im ambulanten Bereich. Und wir wollen trotzdem sicherstellen, dass die notwendigen Pflegeleistungen auch tatsächlich finanziert und erhalten werden. Das ist sozusagen die Grundstruktur. Das heißt, wir wollen die Eigenanteile massiv senken. Und wollen dann sicherstellen über ein Case Management, was auch zum Beispiel bei der Gemeindepflege angesiedelt sein könnte, dass tatsächlich eine Beratung eben im ambulanten und stationären Bereich stattfindet, welche Pflegeleistungen tatsächlich notwendig sind und die dann auch über die Pflegeversicherung bezahlt werden. Wie erreichen wir das? Wir wollen eben diesen Deckel senken und dann eigentlich die Umkehrung machen. Deswegen heißt es in der wissenschaftlichen Bereich auch Sockel-Spitze-Tausch. Das heißt, man dreht es um. Bisher ist es so, dass alle zusätzlichen Kosten oder steigenden Kosten allein zulasten der Pflegebedürftigen gehen und die Pflegeversicherung eigentlich einen festen Betrag hat. Und wir wollen es umdrehen, dass die Pflegebedürftigen festen und kalkulierbaren niedrigen Betrag haben und alle zusätzlichen Leistungen, wie zum Beispiel Tariferhöhungen und so weiter, zulasten der Pflegeversicherung gehen und dann auch im Solidarprinzip refinanziert werden. Und der Sinn dieser doppelten Pflegegarantie ist eben nämlich, also die Pflegebedürftigen wirklich deutlich zu entlasten. Und da gehören ja nicht nur die Pflegebedürftigen selbst, sondern auch die Angehörigen und ihre Familien dazu. Wir wollen das Armutsrisiko mindern. Ich hatte vorhin schon gesagt, die alle älteren Menschen, die in der Kommune pflegebedürftig in Armut rutschen, aus welchen, also ob über die Eigenanteile zur Pflege oder die anderen Kosten, die sie haben, tauchen in der Hilfe zur Pflege der Kommunen wieder auf, in der Sozialhilfe. Und deswegen wollen wir auch dieses Problem lösen, auch im Sinne der Kommunen nochmal. Und wir wollen eben das Risiko der steigenden Pflegekosten eben auf viele Schultern verteilen und nicht auf die betroffenen Menschen, die pflegebedürftig werden. Und dadurch haben wir eben auch eine Entlastung, finanzielle Entlastung der Kommunen. Das ist unser Modell. Das ist auch, es ist durchgerechnet. Wir sind da schon seit mehreren Jahren dran, denn immer nicht ganz einfach. Wir bräuchten im Prinzip kommunale Strukturen der Unterstützung der pflegebedürftigen Familien beziehungsweise auch der Beratung in den stationären Einrichtungen, die unabhängig von den Pflegeversicherungen erfolgen. Im Moment haben wir ja oft Strukturen, Beratungsstrukturen, die nicht sehr unabhängig von den Pflegeversicherungen sind, sondern wir wollen hier wirklich eine unabhängige Struktur. Und auch da würde ich mir zumindest wünschen, dass das in den meisten Kommunen tatsächlich auch verantwortungsvoll von den Kommunen übernommen wird, weil letztendlich sind ja die Kommunen die Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinnen und Bürger direkter, als es auf der Bundesebene zum Beispiel der Fall ist, aber das auf der kommunalen Ebene. Und gerade für ältere Menschen ist die Kommune, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ort, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Aber dazu müssen auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch die Möglichkeiten, das zu finanzieren. Die Frage, warum es so wenig Kommunale gibt, ist, glaube ich, dass das ist jetzt auch nicht als Vorwurf gemeint, sondern es war, glaube ich, auch dass sich die Kommunen tatsächlich in vielen Bereichen aus diesen
aus der Versorgung der Stationären zurückgezogen haben, ganz froh waren, dass sie damit nicht mehr befasst waren, auch im Prinzip ja nicht die personellen Ressourcen auf der Stadt- oder Kommunalebene vorhalten mussten, die sich um diese Einrichtung kümmern. Also ich glaube, das haben auch einige auch ausgenutzt, im Gegensatz ja zu Lübeck. Ich kenne auch, es gibt tolle städtische Pflegeeinrichtungen, auch in Mönchengladbach zum Beispiel habe ich mal eine besucht, also alles sehr, sehr gute. Aber viele Kommunen haben sich da wirklich einen schlanken Fuß gemacht und haben es sogar gefördert, dass eigentlich entweder gemeinnützige oder private Träger übernommen haben. Und es macht recht sich jetzt, weil jetzt natürlich die Frage ist, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Vielleicht noch eine Bemerkung auch zur Diskussion. Ich bin nicht der Meinung, dass private Einrichtungen immer schlechter sind oder städtische immer besser oder kommunale immer besser oder gemeinnützige, sondern die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, dass man, egal in welcher Einrichtung man gepflegt wird, dass es gute Pflegekonzepte gibt. Auch da gibt es also auch qualitativ gibt es noch viel, viel, viel nachzuholen, auch zu anzustoßen, gerade auch um eben attraktive Arbeitsplätze für hochqualifiziertes Pflegefachpersonal zu schaffen, die ja im Prinzip der Kern sind dieser ganzen Versorgung und eigentlich zu der vernachlässigsten Gruppe auch jetzt aktuell nach wie vor gehören. Die Langzeitpflege ist eins der Stiefkinder, auch im Vergleich der verschiedenen Einsatzgebiete von Pflege. Und deswegen muss man da wirklich reingehen und muss erstmal, wie gesagt, besser bezahlen, muss aber auch bessere Teamlösungen finden, eine konkretere Zusammenarbeit, zum Beispiel mit den Hausärzten. Das ist einer meiner Forderungen, dass es eine viel, viel engere Zusammenarbeit in der Versorgung der Bevölkerung gibt durch eben Pflegefachkräfte auf der einen Seite, in der Zusammenarbeit mit Hausärzten in der Region. Wir müssen einfach mehr Synergieeffekte, Teamlösungen finden, um dieses demografische Problem, was ich eingangs beschrieben habe, tatsächlich zu lösen. Das geht in den alten Strukturen nicht und es geht mit den alten Finanzierungsformaten nicht. Und deswegen ist da großer Handlungsbedarf. Wunderbar. Vielen Dank, Cordula, für diese einleitenden Worte. Du hast ganz, ganz viel gesagt und unter anderem auch schon eine Frage von den ZuschauerInnen mitbeantwortet direkt, ohne es zu wissen, glaube ich. Es kam nämlich die Frage von Berit Jordan hinsichtlich der Finanzierungsfrage von Pflege, also was da das grüne Modell ist, ob wir da beispielsweise die Verdi-Forderung nach einer BürgerInnenversicherung, die da entsprechend auch die Pflege umfasst, unterstützen. Aber das hast du indirekt auch mit beantwortet. Und genau, das BürgerInnenversicherungskonzept hat ja sogar Eingang in unser Grundsatzprogramm gefunden. Ja, genau. Also vielleicht nur noch mal zur Erläuterung, diese doppelte Pflegegarantie ist tatsächlich eine Umschichtung innerhalb der Pflegeversicherung, jetzt unabhängig davon, wie die Gesamtfinanzierung aussieht. Aber natürlich, das habe ich jetzt ganz vergessen, ja, natürlich fordern wir auch eine Bürgerversicherung. Das heißt, dass tatsächlich die Trennung zwischen Privat- und gesetzlicher Sozialversicherung, Pflegeversicherung, dass die aufgehoben werden und dass die Verwerfungen, die übrigens in der Pflegeversicherung größer sind als in der Krankenversicherung, zwischen Privat- und gesetzlich Versicherten, dass die aufgehoben wird. Ich glaube, die Alter ist unabhängig davon, was man für ein Einkommen hat oder was man für einen Versicherungsstatus hat, da sind die gleichen Ansprüche mit verbunden. Und natürlich braucht man gerade für so ein Modell, was mit Sicherheit teurer wird für die Pflegeversicherung, muss man sich nichts vormachen. Auch die doppelte Pflegegarantie wird dazu führen, dass die Beiträge steigen werden. Und deswegen brauchen wir Solidarität in der Finanzierung. Ja. Und das erreicht man über eine Bürgerversicherung. Ja. Vielen Dank, Cordula. Also Richtung Berit Jordan, klares Ja zur BürgerInnenversicherung. Dafür stehen wir Grüne. Dafür setze ich mich auch persönlich ganz stark für ein. Das kann man, glaube ich, so kurz und bündig beantworten. Wir haben jetzt schon ein... Ich wollte dir gerade sowieso das Wort geben gleich, Michelle. Super. Wir hatten jetzt schon einige Fragen im Chat, aber was wir noch gar nicht hier besprochen haben, ist so ein bisschen auch die grüne Position hier in Lübeck und was wir Lübecker Grüne dazu eigentlich machen und sagen. Und bevor wir dann gleich eine Diskussion eingeben, würde ich einfach Michelle fragen, zusätzlich zu dem, was du sowieso sagen wolltest, ob du vielleicht nochmal kurz erläutern magst, auch aus Transparenzgründen für die ZuschauerInnen, wie wir Grüne in Lübeck uns eigentlich zu dieser ganzen Frage Entgelterhöhung positioniert haben und was wir dazu im Sozialausschuss und im Hauptausschuss auch gemacht haben.
Genau, also erstmal so eine allgemeine Einordnung ist ja so, dass es ja grundsätzlich, dass wir sagen können, dass wir in der Corona-Krise ja gesehen haben, dass der gesamte Gesundheitssektor doch in vielen Punkten vernachlässigt wurde und dass das ein Bereich ist, wo wir jetzt Geld in die Hand nehmen müssen und wo investiert werden muss. Und da denke ich, dass investieren, dass wir das nicht den Privaten überlassen sollten, sondern dass da auch die öffentliche Hand in den Bereichen Gesundheitssorge, aber auch Gesundheitspflege, dass sie da mit reingeht. Und da muss ich sagen, auch wenn viele Städte es nicht mehr haben, finde ich, dass der Umstand, dass Lübeck eigene Senioreneinrichtung betreibt, das finde ich unheimlich gut und das finde ich auch unheimlich wichtig. Und weil das etwas ist, womit ja auch die Gemeinde sichtbar wird. Auch so das soziale Gesicht einer Stadt sichtbar wird. Das haben wir auch bei der Kita. Lübeck hat ja auch kommunale Kitas, die sie selbst betreibt. Und ich finde, so in wichtigen Bereichen, wo Menschen mit Daseinsvorsorge auch zu tun haben, dass da auch, wie eben Kitas und Senioreneinrichtungen, dass die Stadt als Sozialstadt da sichtbar wird. Also das ist so ein Ansatz, den ich bei all den Problemen wichtig finde. Was wir aber gesehen haben, ist ja jetzt der Umstand, gerade bei dieser Pflegeentgelterhöhung, dass wir da eben auch an Grenzen stoßen, weil es schwierig ist, gerade diese Beitragserhöhung dann abzuwenden. Da sind ja aus kommunaler Sicht, das haben wir leider aufgrund der ganzen Nachfragen und auch der ganzen Intention, die wir hatten, ganz klar zu sagen bekommen, dass das eben schwierig ist, das hier auf kommunaler Ebene zu klären. Wir werden das in der Bürgerschaft ja diese Woche haben, den Wirtschaftsplan und vermutlich wird dieser Wirtschaftsplan dann mehrheitlich auch durchgewunken. Aber umso wichtiger ist es dann ja, dass wir daraus auch gedankliche Konsequenzen ziehen und sagen, wie können wir das denn zukünftig vermeiden, dass es wieder diese hohen Entgelterhöhungen geben wird, dass eben alle Bereiche, eben auch in der Daseinsvorsorge, da gibt es ja regelmäßige Preisanpassungen und diese Erhöhungen, das ist ja auch nicht so, dass wir die jetzt grundsätzlich skandalisieren, sondern der Punkt ist hier, dass wir einen massiven Preisanstieg haben, der eben unsozial ist, das hat ja auch Manfred gesagt vom Seniorenbeirat, dass die so massiv sind, dass viele der Bewohnerinnen in die Sozialhilfe eben ja rutschen und das ist eben so der Zustand, der nicht gehen kann und das ist ja auch das, wo wir sagen, da müssen wir eben gucken, dass das nicht nochmal passiert und das ist eben das, was wir grundsätzlich hier auch in Lübeck als Bürgerschaftsfraktion glanzklar sagen, dass natürlich gibt es Erhöhungen auch in der Daseinsvorsorge, aber es kann nicht sein, dass diese massiven Preiserhöhungen, die wir jetzt haben, diesen Sprung, dass der so radikal ist, so groß ist, dass letztlich den Pflege, den Heimbewohnern ja nichts übrig bleibt, als ja friss oder stirb und das kann es eben nicht sein und das ist das, wo wir eben sagen, als Grüne, das machen wir so nicht mit. Dass diese Versäumnisse jetzt im Grunde genommen auf den Rücken der Bewohnerinnen ausgetragen wird. Und deshalb lehnen wir auch diesen Wirtschaftsplan, wo ja diese Pflegeentgelterhöhungen ja auch ein Teil sind, den werden wir deshalb auch ablehnen. Genau, das hat Michael richtig gesagt. Wir werden als Grüne diesen Wirtschaftsplan ablehnen. Wir haben sogar noch einen entsprechenden Antrag gestellt, dass diese Entgelterhöhung auch gestrichen werden soll aus sozialen Gründen. Interessant ist in diesem Kontext noch, dass wir sozusagen erfahren mussten im Hauptausschuss, dass diese Verträge über diese Entgelterhöhung alle bereits geschlossen sind und unsere Möglichkeiten als kommunales Gremium, als Lübecker Bürgerschaft, da noch Änderungen vorzunehmen, überhaupt nicht gegeben sind. So wurde es zumindest im Hauptausschuss verbalisiert und dann haben wir direkt mal den Bürgermeister aufgefordert zu berichten bis zum nächsten Hauptausschuss, der morgen stattfinden wird, was denn jetzt die Bürgerschaft überhaupt noch tun kann, wenn sie diese Entgelterhöhung nicht mittragen möchte, wenn sie sich dagegen verwehren möchte und eine Modifikation vornehmen will. Das werden wir also morgen erfahren, unabhängig davon, unsere grüne Position, wie von Michael gerade beschrieben, in Lübeck ist da klar, wir machen diese Entgelterhöhung nicht mit.
Wir haben jetzt im Chat einige Fragen und was schöner ist, dass die Fragen auch unterschiedliche Diskutantinnen hier betreffen und von unterschiedlichen Diskutantinnen beantwortet werden können. Und da wir ja hier ein interaktives Format so ein bisschen versuchen wollen, würde ich jetzt diese Fragen auch direkt mal stellen, beziehungsweise mit einer Frage beginnen. Und zwar ist das eine Frage, die ich persönlich nicht beantworten kann. Das ist nämlich, ich schaue noch mal ganz kurz ins F&A, eine Frage von Annegret. Sie schreibt, Bewohnerinnen zahlen bei der jetzigen Entgelterhöhung einen Azubi-Fonds-Zuschlag. Kann mir jemand erklären, ob dieser Zuschlag von den BewohnerInnen übernommen werden muss? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich von einem Azubi-Fonds-Zuschlag nichts weiß. Aber ich würde diese Frage mal weitergeben, ob Manfred oder Beate Herrmann da weiterführende Informationen haben. Sonst würde ich einfach direkt die nächste Frage stellen. Die könnte ich beantworten, ich will es aber gern von jemand anderem hören. Das ist die Frage, ob denn die Pflege, also die Menschen, die in den Pflegeheimen wohnen, da auch zustimmen mussten zur Entgelterhöhung oder ob das eben einfach entschieden wurde. Vielleicht Frau Herrmann. Ja, so einmal zu der Azubi, dem Grund, hier Fonds oder Azubi-Zulage, die gedacht wird, das müssen alle Betriebe abführen. Seit der generalistischen Ausbildung ist das so, dass da eine ein Azubi-Fonds abgeführt wird und die, die ausbilden, bekommen auch etwas aus diesem Topf zurück und alle anderen, die sich dem entziehen bzw. nicht ausbilden, also nicht dem Fachkräftemangel entgegenwirken, bekommen nichts aus diesem Fonds zurückgezahlt. Das ist richtig, dass das so mit auf die Bewohner umgelegt wird, je nachdem, wie hoch oder in welcher Anzahl ausgebildet wird im Ausbildungsbetrieb. Ja, und die zweite Frage, die Sie hatten. Genau, also ich habe die nicht, sondern die hatte eine Zuschauerin. Ach so, das war, ob das denn einfach so, also sie hat so ganz, also ein bisschen naiv gefragt, zu sagen, kann das denn einfach über die Köpfe der Menschen in den SeniorInnen-Einrichtungen so hinweg entschieden werden oder müssen die da wenigstens irgendwie zustimmen? Kann ich nicht. Also es ist so, ja, machen Sie, Herr Bergmann, gerne. Ja, gut, okay. Es gibt ja den Bewohnerbeirat. Und da ist vorgesehen gesetzlich, dass der Bewohnerbeirat die Kostenbeantragung auch vorgelegt wird. Und hierüber hat dann, ob ein Beirat dann, ein Bewohnerbeirat zustimmt oder nicht, wird ihm dann vorgelegt und dann wird abgestimmt darüber. So ist das Verfahren. Und in Lübeck haben offensichtlich einige Beiräte zugestimmt, andere nicht. Aber die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Genau. Das ist das Verfahren. Die Bewohnerbeiräte werden gesetzlich beteiligt. Genau. Und damit haben wir diese Frage auch beantwortet. Aber wie man eben sehen kann, war die Entscheidung dann entsprechend zugunsten dieser Entgelterhöhung. Eine weitere Frage, und die würde ich ganz gern an Cordula stellen, weil es eher ein Thema mit bundespolitischen Bezügen ist. Sie kommt wieder von Frau Jordan, glaube ich. Es ist die Frage, wie wir Grüne denn zu allgemeinverbindlichen Tarifverträgen in der Altenpflege stehen. Denn genau dadurch können ja unter Umständen dann auch die Arbeitsbedingungen und verbessert werden. Und so kann vielleicht auch dem Pflegenotstand entgegengewirkt werden. Das also die Frage an Cordula, die wir hier direkt beantworten können. Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Glücklicherweise hat sich da der Wunsch der gesamten Politik auf allen Ebenen inzwischen dahingehend entwickelt, dass man sagt, man braucht allgemein verbindliche Tarifverträge. Wir hatten ja im letzten Jahr diese konzertierte Aktion Pflege, da ist es auch ausgemacht worden. Das Problem ist tatsächlich jetzt eher im Bereich der Umsetzung, weil die gemeinnützigen Träger und die Gewerkschaften, die haben praktisch auch einen Vertrag vorgelegt, der auch eigentlich allgemeinverbindlich erklärt werden kann für ganz Deutschland. Aber die privaten Träger sind da zum Teil eben nicht drin bisher. Das ist ein Riesenproblem, aufgrund des Tarifrechts von staatlicher Seite einzugreifen und praktisch solche Sachen auszuräumen, wenn sich einer der beteiligten Tarifparteien weigert. Und das ist halt im Moment die Situation. Aber wir haben natürlich dadurch, dass die Gewerkschaft und die
Gemeinnützigen, die extra dafür einen neuen Arbeitgeberverband gegründet haben, sich geeinigt haben, haben wir jetzt sozusagen eine Hausnummer, an der sich orientiert wird. Und ich hoffe, dass wir da auf der rechtlichen Ebene schnell weiterkommen. Das Problem ist, eine allgemeine Tarifverträge zu haben, ist auch deswegen wichtig, weil wir tatsächlich Regionen in Deutschland haben, vor allem in östlichen Bundesländern, die zum Teil wirklich weit unter Tarif bezahlt haben. Wo auch immer die Frage ist, wieso eigentlich die Pflegekassen das akzeptiert haben, dass das Personal so schlecht bezahlt wurde, sodass wir davon ausgehen, dass gerade auch in östlichen Bundesländern die Gehälter, die Löhne wirklich stark steigen werden, Klammer auf, aber dann wiederum erstmal in der jetzigen Konstruktion ausschließlich zu Lasten der Pflegebedürftigen, Klammer zu. Ja, deswegen fordern wir diese doppelte Pflegegarantie, von der ich vorhin sprach. Und wir haben natürlich Regionen, die gar kein Pflegepersonal mehr bekommen, wenn sie nicht sehr viel oberhalb der Tarifverträge liegen, weil natürlich die Lebenshaltungskosten auch damit zusammenhängen. Und wir haben manche Regionen in Ballungsräumen oder auch in reicheren Regionen, wo die Tariflöhne weit unter dem sind, was dort eigentlich auch das Lohn- oder Gehaltsniveau von solchen hochqualifizierten Arbeitskräften ist. Also auch da, ich sage mal, die allgemeinverbindliche Tariflöhne ist eine richtige Forderung und wir versuchen das auch durchzusetzen. Aber in bestimmten Regionen wird eh schon übertariflich bezahlt, auch einfach um genug Personal überhaupt noch zu bekommen. Cordula, jetzt ist ja Pflege nicht erst seit irgendwie Corona ein Thema oder seitdem Lübeck ein Defizit bei seinen städtischen Senioreneinrichtungen hat, sondern Pflege und vor allem der Pflegenotstand wird ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue ausgerufen. Also jedes Jahr stellen wir fest, dass die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in unserem Land, unabhängig ob in einem medizinischen Bereich oder in der Altenpflege oder in der ambulanten Pflege, nicht gut sind und dieser Beruf auch momentan nicht ausreichend attraktiv ist und wir deswegen eben auch Personalprobleme haben. Mal eine ganz auch erneut eine naive Frage an dich. So, was passiert denn da in Berlin? Über was wird denn da geredet? Warum passiert denn da nichts? Also während Corona haben die Pflegekräfte alle Applaus bekommen. Aber wann materialisiert sich das denn dann auch mal in spürbare politische Taten, die Situation zum einen der Pflegefachkräfte verbessern, aber auch der zu pflegenden Personen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da meinen Krankenpflegeexamen 1979 gemacht. Jetzt fällt nicht tot um. Also ist schon ein paar Jahre her. Und auch damals gab es einen Pflegenotstand. Das hat was damit zu tun, dass es halt eine relativ große Berufsgruppe ist, die eine kurze Verweildauer hat. Das liegt daran, dass es eben auch zu 80% ein Frauenberuf ist. Also auch traditionell hat sich auch so gar nicht so viel geändert in den letzten Jahren, sodass die Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gerade wenn man hier bedenkt, wir sind ja im Bereich mit Schichtdienst und mit Wochenenddiensten. Das heißt, es ist ein Beruf, der letztendlich auch wirklich schwer vereinbar ist mit sonstigen familiären Anliegen. Und das Problem ist, das ist, glaube ich, nicht nur ein politisches Problem. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun mit Selbstorganisation, gewerkschaftlicher Organisationen. Und mit der Frage, wie ist es eigentlich in den letzten Jahrzehnten gelungen, auch im europäischen Vergleich diesen Beruf aufzuwerten. Man muss ganz deutlich sagen, dass in Deutschland gerade die Langzeitpflege wirklich im europäischen Vergleich wirklich am unteren Ende steht. Was die Qualifikation angeht, was damit zusammenhängt, auch die Bezahlung angeht. Wir haben gerade im Bereich der Langzeitpflege im Stichwort Gemeindepflege. In Norwegen zum Beispiel sind Pflegefachkräfte auf der lokalen Ebene, die haben einen universitären Abschluss und arbeiten im Prinzip auf Augenhöhe mit den Hausärzten zusammen, die in den größeren Zentren wohnen, also gerade im ländlichen Raum, ganz neue Versorgungsstrukturen, wo tatsächlich verschiedene Berufe eigenverantwortlich in ihren jeweiligen fachlichen Spezialitäten miteinander zusammenarbeiten. Und da ist Deutschland wirklich abgehängt. Wir hatten ja die Ausbildungsreform zur Generalistik, was ja zumindest von der Idee her mal ein richtiger Schritt war, dass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine berufliche Grundausbildung, die dem Bachelor-Niveau auf europäischem Niveau entspricht. Aber auch das ist wieder nur auch auf Interventionen, in dem Fall der privaten Träger,
wieder so gelaufen, dass gerade für die Langzeitpflege eben diese tatsächliche fachliche Aufwertung nicht stattgefunden hat. Man muss ja bedenken, dass die Pflege, dass auch wenig klar ist, selbst bei Corona jetzt, ja, vielen Leuten gar nicht klar ist, was ist eigentlich das Besondere an der Pflege, also an professioneller Pflege. Und es ist eben, dass man nicht sich nur um den Patienten in seiner jeweiligen Erkrankung handelt, sondern dass man einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten hat, also um auf sein soziales Umfeld, auf seine sonstigen Bedürfnisse, die gar nicht nur mit seiner Pflegebedürftigkeit zu tun haben, auf sein familiäres Umfeld, auf die sozialen Kontakte, die er braucht. Das ist eigentlich ein Beruf, der eine ganz große Herausforderung ist. Und in vielen europäischen Ländern ist es eigentlich gang und gäbe, dass eben Pflegeberufe eben auch, gerade wenn sie dann anfangen, eigenverantwortlich zu arbeiten, was es ja bei uns auch nicht gibt, tatsächlich auf einem Bachelor-Niveau und bei entsprechenden Fort- und Weiterbildungen wie Intensivmedizin zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade über die Intensivstationen sprechen, dass die halt auf dem Masterniveau in anderen Ländern stattfinden und dann eben auch die Bereiche, für die sie eigenverantwortlich zuständig sind, auch eigenständig durchführen. Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr arztzentriertes System. Ich mache vielleicht mal ein Beispiel nochmal aus der ambulanten Pflege. Da gehört zum Beispiel die Wundversorgung dazu. Das heißt, es ist wirklich eine pflegerische Tätigkeit. Also da braucht man auch eigentlich keinen Arzt. Wir haben verschiedene Formen von Wunden. Der diabetische Fuß ist vielleicht so eins der gängigsten. Eine Pflegefachkraft verbindet und versorgt diese Wunden und versucht, die eben auch wieder zu schließen. So, und das ist eine rein pflegerische Tätigkeit, aber um das Material zu bekommen, um diese Versorgung vorzunehmen, braucht die Pflegefachkraft ein Rezept von einem Arzt. Er hat die Wunde nie gesehen, er hat auch in seiner Ausbildung nie gelernt, wie man eine Wunde versorgt, aber er muss das Rezept ausstellen, damit sich die Pflegekraft praktisch das Material für ihre eigene Tätigkeit beschaffen kann. Und das in einer Situation, wo wir einen Personalmangel haben, auch in der Pflege. Und deswegen treten wir auch dafür ein, die Pflegekräfte insgesamt sehr stark aufzuwerten, auch in ihrer Rolle im Gesundheitswesen aufzuwerten. Deswegen rede ich auch zum Beispiel nicht von einer Systemrelevanz, also sind natürlich systemrelevant für das Gesundheitswesen, das Gesundheitssystem, aber Pflegefachkräfte haben eben Gesellschaftsrelevanz, weil sie eben diesen breiten Blick auf den Patienten und die Pflegebedürftigen und ihr Umfeld haben, von Prävention und Gesundheitsförderung angefangen, eben bis zur Wundversorgung, wie ich das Beispiel gerade genannt habe. Okay, da sind wir schon beim Thema Arbeitsbedingungen auch von Pflegekräften. Und genau dazu gab es auch Fragen im Chat. Die würde ich jetzt direkt mal nochmal an Cordula und dann auch an Frau Herrmann weiterleiten. Wir haben jetzt auch schon über Tarife und über Löhne, Einkommen letztendlich gesprochen von Pflegekräften. Da gab es eine Frage im Chat. Ja, was brauchen Pflegekräfte denn eigentlich noch? Also es geht ja nicht nur um Geld, klar. Wertschätzung ist das eine, der Lohn ist das andere, aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Dinge, sozusagen die Pflegekräfte brauchen, um sozusagen diesen Beruf attraktiver zu machen und auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und da würde ich direkt die Frage an Frau Herrmann und dann vielleicht im Nachgang nochmal Cordula stellen. Abgesehen von einem guten und angemessenen Lohn und entsprechend auch Tarifsteigerungen. Was wünschen Sie sich als sozusagen Vorsitzende des Personalrates, also der Beschäftigten der Senioreneinrichtungen denn eigentlich noch, wenn Sie jetzt mal so ein bisschen sich was wünschen könnten? Ja, vielen Dank. Wenn ich ein bisschen wünsch dir was spielen dürfte. Nein, die Beschäftigtenwünsche sind doch ziemlich klar definiert. Also die tariflichen Rahmenbedingungen, das haben Sie ja alles schon erwähnt im Vorfeld. Ganz viele wünschen sich einfach, dass sie in Ruhe arbeiten können, in Ruhe dem Job nachkommen können, den sie sich ausgesucht haben und der so ganzheitlich ist, wie Frau Cordula Schulz-Asche das auch schon beschrieben hat. Denn das ist oft ja bei vielen nicht der Fall, dass die Zeit einfach so knapp bemessen ist zum Pflegen, dass eben sie ihre pflegerischen Tätigkeiten nicht so ausüben können, wie sie es gerne hätten. Ein verlässlicher Dienstplan steht auch ganz oben. Das würde mit einfallen in das, was, ich glaube, Frau Akyut hatte das erwähnt, mit dem Familie und Beruf, dass das vereinbar ist. Das ist eben dieser verlässliche Dienstplan. Das frei gehört mir und das ist auch so, dass es dann auch planbar ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die Mitarbeiter immer wieder
anbringen. Und natürlich eine andere Personalbemessung, einen anderen Personalschlüssel in der Pflege, ganz besonders, wenn ich in die skandinavischen Länder gucke, so wie das eben auch schon der Ausflug war, da gibt es teilweise ja eine 1:1-Betreuung. Da sind wir noch ganz weit von entfernt. Aber ich denke, wenn die Politik und die Bevölkerung da das Thema mehr aktiv auch mitgestalten würden, dass sich dann in kürzester Zeit vielleicht doch das eine oder andere noch umsetzen lassen könnte. Ganz wichtig aus der Sicht für unsere Senioreneinrichtungen, möchte ich aber zum Schluss nochmal anbringen, wäre die Kinderbetreuung. Da viele junge Mütter gerne wieder in den Beruf einsteigen würden, bildet das Problem der Kinderbetreuung immer ein immer größeres Problem für uns ab. Und zwar geht es nicht um die Regelbetreuung, die ein normaler Kita-Betrieb abbildet, sondern es geht eben um die Zeiten, die den verlässlichen Dienstplan, der ist 7, 24, 52, Sie kennen das ins ganze Jahr gesehen, dass die Mitarbeiterin auch in der Nacht eventuell eine adäquate Betreuung ihrer Kinder nutzen könnten. Das wäre so, dass die Punkte sind so die wichtigsten, die da gekommen sind. Danke. Cordula, wenn du nach der Bundestagswahl 2021 Gesundheitsministerin werden würdest, nehmen wir jetzt einfach mal an, wie würdest du die Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte verbessern? Also ich will gar nicht Ministerin werden. Am liebsten meine Traumrolle in der nächsten Bundesregierung ist eigentlich Pflegebeauftragte zu werden und dann im Hinblick auf die Pflegebedürftigen auf der einen Seite und das Pflegepersonal auf der anderen Seite. Ich glaube, da ist wirklich viel zu tun. Ich kann meiner Vorrednerin voll zustimmen. Ich glaube, ein verlässlicher Dienstplan ist und verbunden mit Kinderbetreuung wirklich also auch eine Wahrnehmung der Lebens- und Arbeitsbedingungen direkt vor Ort. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie viel Personal zur Verfügung steht. Das ist, wenn man immer das Personal auf Kante genäht hat, dann ist jede Erkrankung oder jeder Ausfall, aus welchen Gründen auch immer, geht zulasten der anderen. Und deswegen, glaube ich, braucht man tatsächlich eine Ausstattung, Personalausstattung, die wirklich großzügiger ist, als es jetzt im Moment der Fall ist. Ich glaube, wie gesagt, man kann, glaube ich, viel in diesen Arbeitsverhältnissen selber regeln, auch also moderne Pflegesysteme einführen. Da muss man entsprechende Fort- und Weiterbildung machen. Aber das ist, glaube ich, das eine. Man wird trotzdem immer noch Schichtdienste in diesen Einrichtungen haben. Aber man kann die anders regeln und man kann auch dafür sorgen, dass es zum Beispiel eine gute Verteilung gibt und nicht, was auch in vielen Einrichtungen der Fall ist, dass bestimmte Leute halt nur Frühdienste machen, aufgrund der Situation mangelnder Kinderbetreuung zum Beispiel und dann die anderen Dienste wiederum auf alle anderen fallen. Also das sind so Sachen, die eher intern in den Häusern geregelt werden, aber wo man natürlich sagen muss, dafür braucht man ausreichend Personal. Und deswegen ist für uns das Thema Personalbemessung ein tatsächlich ganz wichtiger Punkt, nämlich dass klargestellt wird, dass wir Instrumente der Personalbemessung brauchen, die den tatsächlichen Pflegebedarf in bestimmten Einrichtungen auch darstellen. Wenn wir dort einen sehr, sehr hohen Pflegebedarf haben, und das haben wir in den meisten stationären Einrichtungen auch in den letzten Jahren zunehmend, das heißt, die Leute kommen sehr viel später in die Einrichtung, sind dann aber meistens schon wirklich sehr, sehr pflegebedürftig, dann hat man auch entsprechenden Personalaufwand. Auch das ist bei den Personalbemessungsinstrumenten bisher nicht nachvollzogen worden. Und deswegen braucht man, glaube ich, man braucht mehr Hände und man muss die klugen Köpfe, die hoch ausgebildeten oder sehr gut ausgebildeten Fachkräfte entlasten. Das ist, glaube ich, das eine Entscheidung. Man braucht eben gesetzliche Regelungen auch, wie der Pflegebedarf sich in Personal umsetzt. Deswegen fordern wir das auch. Ich glaube, dass es noch einen dritten Punkt gibt, ist, dass wenn wir diese Berufe angucken, die Pflegeberufe, und zwar egal, ob ambulant oder stationär im Heim oder auch im Krankenhaus, Schichtdienst mit so einer starken körperlichen und psychischen Belastung, da muss man entsprechende Möglichkeiten auch schaffen, sich fort- und weiterzuentwickeln und unter Umständen eben auch neue Aufgaben zu übernehmen. Wie gesagt, Gemeindepflege hatte ich schon erwähnt, das sind ja im Prinzip wirklich Weiterbildungen, die auch zu neuen Qualifikationsstufen führen und die dann eben nicht mehr im Schichtdienst danach stattfinden, aber unter Umständen mit mehr Verantwortung. Also wirklich neue Berufsfelder zu entwickeln, damit es eben auch in diesem Beruf eben nicht nur die
diese Ebene gibt, wo man sagt, okay, wenn die Leute dann 40, 45 oder spätestens 50 sind, sind sie ausgelaugt, haben einen kaputten Rücken aufgrund der Arbeitsbedingungen und so weiter. Das sind ja auch Sachen, die wir im Blick haben müssen, und dafür braucht man eben entsprechende Arbeitsorganisationen, aber eben auch Formen des Aufstiegs und der Weiterentwicklung. Und da würde ich mir wünschen, dass da sehr viel mehr passieren würde, denn es gibt, wenn man nach Europa rechts und links guckt, gibt es sehr, sehr gute Modelle, wie man auch neu organisiert Pflege durchführen kann mit einem hohen Zufriedenheit. Wir haben dieses Vorsorgemodell in Niederlanden, also wo ja sehr die ambulante Pflege sehr, sehr wohnortnah erbracht wird, wo die Pflegefachkräfte mit den Fahrrädern durch die Quartiere fahren und die Versorgung übernehmen. Also es gibt sehr gute Modelle, und ich glaube, dass sie sehr viel attraktiver sind als die Art und Weise, wie wir im Moment die Pflege, vor allem auch die Langzeitpflege, die Altenpflege organisiert haben. Und an solchen Modellen wollen wir uns mehr orientieren, wollen die auch mehr in die Fläche bringen. Und dazu braucht man eben entsprechende Fort- und Weiterbildungsvorgaben, Regeln und Möglichkeiten, das auch zu tun. Wunderbar, vielen Dank. Cordula, ich würde noch eine bundespolitische Frage hier anschließen aus dem Chat, um dann danach vielleicht mal wieder den Schwung nach Lübeck zu schaffen. Katharina Röse hat gefragt zu dem Thema der Personalbemessung. Wie ist die grüne Position zu der Fachkräftequote in Pflegeheimen? Also im Moment bin ich die also vielleicht für alle, damit alle wissen, wir haben eine Fachkräftequote im Moment in den Pflegeheimen von 50%. Das heißt, die Pflegefachkräfte müssen zur Hälfte eben eine volle Ausbildung haben und Assistenz- oder Hilfskräfte die andere Hälfte. Ich finde, im Moment darf man daran überhaupt nicht rütteln, weil wir keine anderen Instrumente im Moment haben, über die diskutiert wird. Also was ich im Moment vorhin gesagt habe, wenn wir zu anderen Formen der Teamarbeit kommen, wenn zum Beispiel eine Pflegefachkraft dafür ausgebildet wird, Teams anzuleiten und nicht sozusagen nur auf bestimmte fachliche Tätigkeiten beschränkt ist, sondern man tatsächlich zu anderen Arbeitsstrukturen kommt, zu anderen Kooperationsformen, und es am Ende dazu führt, dass man mehr Personen hat, die dann unter Umständen die Fachkraftquote durcheinander bringen, weil man halt plötzlich mehr Personen hat im Bereich der Nichtqualifizierten, aber dafür hochqualifizierte Pflegefachkräfte, die Teams anleiten. Wenn man solche Strukturen hat, bin ich bereit, darüber zu reden. Aber im Moment ist das nicht der Punkt. Im Moment sind wir eher am Verteidigen, dass die Standards nicht gesenkt werden. Ich kann mir Modelle vorstellen, wo man mehr Angelerntes oder Assistenzkräfte hat. Aber das setzt voraus, dass man auch Pflegefachkräfte hat, die eben wirklich in Teamarbeit mit mehr Personal am Ende durch die Einrichtung gehen, als bisher der Fall ist. Aber solange das nicht der Fall ist, will ich mit Händen und Füßen die 50%-Quote verteidigen. Wie sehen Sie das, Frau Herrmann? Das interessiert mich gerade in dem Kontext, deswegen würde ich da direkt mal die Frage Ihnen stellen. Also das Zauberwort dabei ist eben auch, was angesagt wurde, ist die Teamarbeit und die Umsetzung derer Vorgaben, die eben im Team erarbeitet worden sind. Aber auch bei uns ist das so, dass wir die 50% Fachkraftquote haben und da auch ungerne von seitens der Pflege irgendwas dran im Moment geändert werden sollte. Man kann natürlich, so wie Ihre Kollegin schon eben angeführt hat, wenn man die Teambildung genügend gefestigt ist und die Ideen der Umsetzung, andere Pflegemodelle oder in andere Umsetzung zu gehen, kann man vielleicht auch mehr mit Assistenzkräften arbeiten und durch Delegation eben auch da Aufgaben übertragen. Aber im Moment ist es auch bei uns eher so, dass wir an der 50% Fachkraftquote festhalten möchten. Okay, wunderbar. Ja, vielen Dank für diesen Abgleich der Positionen. Sehr, sehr spannend finde ich das in dem Kontext. Wir haben jetzt sehr breit darüber diskutiert, über die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften und die bundespolitischen Implikationen. Aber wir wollen ja auch über die Entgelterhöhung in Lübeck noch mal ein bisschen genauer sprechen. Und da sind jetzt sowohl im Chat einige Fragen aufgeploppt, aber ich würde ganz gern Herr
Bergmann mal die Frage stellen. Wir haben gehört als grüne Fraktion, dass schon 14 Leute ihren Vertrag gekündigt haben bei den Sie und jetzt umziehen wollen. Sind Sie denn da als Seniorenbeirat mit den also Personen, die das betrifft, im Gespräch? Wie gestaltet sich da der Austausch zwischen Ihnen als Seniorenbeirat und den PflegeheimbewohnerInnen? Nein, wir sind konkret über diese Frage nicht im Gespräch. Wir haben nur im Vorfeld dieser ganzen Erhöhungsverfahrens natürlich eine Menge an Rückmeldungen, die uns erreicht haben und auch in den Beiratssitzungen sozusagen darüber gesprochen worden ist, auch mit Betroffenen beziehungsweise mit denjenigen, die auch verwandt sind mit Betroffenen. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, dass diese Erhöhung so in dem Umfang nicht akzeptiert worden ist. Und das Problem ist jetzt nur, es sind ja 14 Kündigungen erfolgt. Wo wollen die Bewohnerinnen hin? Wir haben ja auch insgesamt in Lübeck ein Problem, dass es ganz schwierig ist, einen Pflegeplatz zu bekommen. Also das weiß ich nicht, wie das organisiert werden kann. Also der Pflegestützpunkt hat ja auch Probleme, wenn Anfragen sind, dass hier entsprechende Plätze zu bekommen sind. Also konkret wegen der Kündigung sind mir jetzt keine Dinge bekannt, dass wir dort angesprochen worden sind. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu kurzfristig. Mitglied hat auch Kontakte zu den, hatte ich vorhin Heimbeiräte gesagt, ich glaube, das heißt Bewohnerbeiräte, jedenfalls so denke ich. Ja, und der ist da auch schon tätig geworden, nicht in der Eigenschaft als Beiratsmitglied, sondern von einem Verband und wollte darüber noch weitere Aktivitäten machen. Aber darüber weiß ich im Moment nichts Bescheid. Und in dieser ganzen Gemengelage, die wir momentan haben, das interessiert mich auch politisch einfach nochmal. Wie würden Sie als Mitglied des Seniorenbeirats da Ihre Rolle einschätzen? Also wurde seitens der Stadt, seitens vielleicht auch einiger Einrichtungen oder der Abteilung auf Sie zugenommen? Wurden Gespräche mit Ihnen geführt? Besser gesagt, was brauchen Sie als Beirat, um da vielleicht noch mehr Wirkung zu entfalten, um da mal die Frage von Markus Lauter aus dem Chat direkt weiterzugeben? Okay, ja. Ich hatte ja im Eingangsstatement gesagt, als Sie die Frage stellten, dass wir unser Informationsrecht einfordern mussten, nachdem wir ziemlich bestürzt waren über diese Erhöhungen. Wir haben ja ein Recht, nicht nur, dass wir Rederecht haben und Antragsrecht haben in den städtischen Gremien, sondern wir haben auch das Recht, dass wir informiert werden. Und dieses haben wir gemacht und haben sozusagen dann mit dem Sozialsenator und dem Leiter der SIE hier ein Informationsgespräch geführt, wo uns sozusagen der Ablauf dieser Verhandlungen entsprechend berichtet wurde, wie das abzulaufen hat. Wir können natürlich über Anträge in dem Sozialausschuss beziehungsweise durchaus auch dann in der Bürgerschaft entsprechende Anträge stellen. Wir haben das ja auch sozusagen getan im Sozialausschuss, dass hier über die Streckung oder Erhebung, dass dies sozusagen über mehrere Jahre gestreckt wird. Ja, mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Wir können ja dann meinetwegen über die Bewohnerinnenbeiräte entsprechend natürlich auch Kontakt aufnehmen. Und unsere Wirkungsweise ist ja begrenzter, als wenn von den Fraktionen entsprechende Mitglieder in den Ausschüssen arbeiten. Das muss man auch ganz klipp und klar sagen. Ja, da geht es vielleicht auch ein bisschen auch um die Frage, wie man da den Austausch noch ein bisschen besser gestalten kann. Auf jeden Fall
ist das Vorgehen von Verwaltungsseite, auch von uns Grünen und vor allen Dingen auch die Transparenzfrage durchaus kritisch betrachtet wurden. Es gab jetzt im Chat mehrere Male nochmal eine Nachfrage zu unseren grünen Positionierungen, also hinsichtlich der Frage, wenn denn die Entgelterhöhung tatsächlich sozusagen aus dem Wirtschaftsplan gestrichen werden sollte. Also das ist eine eher rhetorische Frage, weil das wird nicht geschehen. Am Ende sind es ja auch politische Mehrheiten, die sozusagen relevant sind in so einer Kommunalpolitik. Wie soll es denn sonst finanziert werden, wurde da gefragt. Und da sagen wir Grüne relativ klar, dann muss es halt weiter über den Haushalt ausgeglichen werden in dieser entsprechenden Höhe. Aber unser Problem mit dieser Entgelterhöhung ist, dass hier sozusagen ein Defizit reduziert wird über eine sozial nicht nachhaltige Lösung. Also wir wünschen uns, dass Defizite anders reduziert werden, über eine Vision von Senioreneinrichtungen beispielsweise, die energetisch autark ist, über energetische Sanierung, über Neubauten. Also wir erwarten da einfach seitens der Verwaltung und seitens all dieser ExpertInnen, dass ein Defizit reduziert wird, aber bitte nicht dadurch, indem man am Ende die BewohnerInnen noch weiter zur Kasse bittet. Das ist sozusagen unsere grüne Position, nur um das nochmal so ein bisschen klarzustellen. Und dann gab es noch die Frage, wie viele Menschen in Lübeck denn eigentlich Hilfe zur Pflege benötigen. Eine genaue Zahl kann ich da jetzt natürlich auch nicht sagen, aber wir haben als Grüne ja durchsetzen können, dass in Lübeck erstmals ein Pflegebedarfsplan entwickelt wird und wurde. Das gab es in Lübeck noch nie. Das haben wir als Grüne tatsächlich durchboxen können. Und in diesem Pflegebedarfsplan sind dann eben alle demografischen Tendenzen, auf die hier schon auch von Cordula Schulz-Ascher oder auch von Frau Herrmann hingewiesen wurde, dann entsprechend ja, einbezogen. Wichtig ist nur, dass daraus irgendwelche Maßnahmen abgeleitet werden. Daran hapert es noch ein bisschen. Wir Kriegen haben wir jetzt aber noch, hin. bitte? Das kriegen wir aber hin, hoffe ich. Wir arbeiten auf jeden Fall dran. Das war ja auch ein Antrag des Seniorenbeirates, dass da Ja, genau. Maßnahmen konkretisiert werden. Der leider nun wieder verschoben werden soll auf die Januarsitzung. So ist es. Das sind so manchmal dann die Verwaltungsverfahren, die Mühlen der Verwaltung mahlen dann eben doch oft sehr langsam, leider. Da sind wir alle oft ungeduldig. Wir sind jetzt Viertel nach acht, sagt die Zeit. Das heißt, wir haben noch ungefähr 15 Minuten Zeit und ich möchte die Zeit der Diskutantinnen dann auch nicht überstrapazieren. Vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen die Frage in die Runde. Vielleicht auch Michelle nochmal hier, dich nochmal mit reinholen sozusagen. Wie muss es denn jetzt weitergehen in Lübeck? Also nehmen wir an, die Entgelterhöhung wird beschlossen und wird dann entsprechend auch durchgeführt, wird ja schon seit 1. November durchgeführt im Übrigen. Auch das eine interessante Erfahrung, weil der Sozialausschuss, in dem darüber berichtet wurde, nach dem Vertragsabschluss stattfand. Also auch das ist nicht so ganz sauber, muss man sagen. Aber wenn wir jetzt sozusagen so ein bisschen überlegen, wie muss es denn weitergehen? Sowohl in Lübeck bei den städtischen SeniorInneneinrichtungen, und da würde ich vielleicht direkt mal Michelle das Wort geben, als auch dann, liebe Cordula, dann auch auf Bundesseite nochmal, um das am Ende nochmal so ein bisschen zu bündeln. Michelle, es gab auch eine Frage, warum wurde denn in der Vergangenheit keine energetischen Sanierungen gemacht? Warum wurden denn Kosten nicht gesenkt? Und so weiter und so fort. Wie muss es in Lübeck weitergehen, wenn wir jetzt annehmen, dass die Entgelterhöhung jetzt stattfindet? Also genau, es ist ja wirklich, dass wir jetzt den Blick nach vorne richten. Genau. Und wenn wir sagen, wir wollen die städtischen Senioreneinrichtungen auch zukunftsfähig machen, wir wollen gute Pflege gewährleisten, dann muss es auch Strukturen geben, die das auch hergeben. Was jetzt ja ansteht, und da erhoffe ich mir tatsächlich auch ein bisschen was, ist ja, wir haben das ja erreicht, dass wir die nächste Sozialausschusssitzung, das ist ja die, die am 1.12. stattfinden wird, dass da ganz klar der Schwerpunkt auf der Senioreneinrichtung, auf den Senioreneinrichtungen liegt. Und ich habe auch gesehen, dass auf der Tagesordnung steht Konzepte. Also da haben wir auch wieder so einen Zwischenerfolg erreicht, dass wir da so weit Druck machen, dass wir sagen, so, Herr Senator, Sie müssen jetzt auch liefern, weil einfach nur die Entgelte zu erhöhen, kann da auch nicht die Lösung sein. Also das, was wir jetzt erwarten, ist, dass wenn es um die städtischen Senioreneinrichtungen geht, das ist ja in der Anzahl von 7, die wir aktuell haben, ist, dass wir schauen,
schauen, wie können wir es tatsächlich schaffen, dass wir stadtweit Senioreneinrichtungen haben, die von ihrem Angebot her, das können stationäre, das können auch ambulante Pflegestützpunkte sein, wie können wir das gewährleisten, dass wir hier eine gute Pflege von alten Menschen auch gewährleisten können. Und da erwarten wir uns ganz klar, dass es dann auch mal wirklich ein Konzept gibt, dass jetzt immer Butter bei die Fische kommt, dass der Senator auch jetzt ganz klar nicht nur eine Vision, sondern auch ganz klar sagt, was sind die nächsten Schritte, was sind die Maßnahmen und wie ist das wirtschaftlich, weil das dürfen wir tatsächlich bei allem natürlich auch nicht aus dem Auge verlieren, dass wir eben auch gucken, dass die Dinge auch wirtschaftlich tragbar sind, die Dinge, die wir machen. Das ist auch das, worauf wir Grüne auch natürlich immer achten. Das ist nicht so, dass wir da eine schwarze Null erreichen werden. Das ist auch nicht das Ziel. Aber das Ziel ist natürlich das Defizit, das Starke, was wir haben. Das muss überschaubar werden. Und wie schaffen wir das im Gleichklang mit einer guten Pflege von alten Menschen, das in Lübeck hier auch umzusetzen. Und genau darauf werden wir, Bruno, und natürlich alle anderen Beteiligten, die im Sozialausschuss auch sitzen werden, da werden wir ganz klar dem Senator auf die Finger gucken und schauen, dass das nicht nur Geblubber ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen platt, sondern dass es auch ganz klar ist, welche Maßnahmen gibt es, stehen an und wie ist das wirtschaftlich tragbar und was bedeutet das für die städtischen Senioreneinrichtungen. Da werden wir ganz genau hinschauen. Absolut. Vielen Dank, Michelle. Und in dem Kontext muss man ja auch sagen, wir haben jetzt durch die Entgelterhöhung das Defizit sozusagen reduziert auf 1,8 Millionen von über 3 Millionen. Aber es kann ja jetzt auch nicht die Lösung sein, jedes Jahr die Entgelte um 400 Euro zu erhöhen, sodass wir irgendwann bei Null sind. Nur um das nochmal zu unterstützen, was Michelle hier gesagt hat, dass es hier wirklich irgendwie auch mal langfristig ein Konzept braucht, wie man die Heime wirtschaftlich und auch zukunftsträchtig aufstellt. Herr Bergmann, Frau Herrmann, wenn Sie sich was wünschen könnten für die kommende Zeit für die städtischen Senioreneinrichtungen, für die Pflege in Lübeck, vielleicht auch Bezug nehmend auf den Pflegebedarfsplan oder demografische Tendenzen. Herr Bergmann, was wäre das? Was wünschen Sie sich und wie muss es weitergehen? Also ich wünsche mir zunächst mal, dass wir die erarbeiteten Vorschläge im Pflegebedarfsplan sozusagen unter die Lupe nehmen und dort nochmal versuchen, hier Prioritäten zu setzen und für die nächste Zeit sozusagen der Verwaltung in die Hand geben, dass sie bestimmte Felder, die auch im Pflegebedarfsplan genannt worden sind, wie Kurzzeitpflege, wie Sozialraumorientierung und, dass das in Angriff genommen wird. Und das hat ja Michel Akkiot schon gesagt, der Beirat hat schon 2015 darauf hingewiesen, als die Stadt beschlossen hat, zwei Einrichtungen zu schließen, die Schönbürgner Straße und in 2027 den Behindertenhof, dass nicht umgesetzt werden sollte, weil wir darauf damals schon gedrungen haben, dass sie entsprechend modernisiert bzw. neu ausgerichtet wird, zum Beispiel im Hinblick auch auf ambulante Dienstleistungen und die demografische Entwicklung entsprechend dann auch berücksichtigt. Es ist wichtig, dass ein Konzept auf den Tisch gelegt wird. Wir haben Anfang 2019 im Arbeitskreis Soziales des Beirates Eckpunkte entwickelt und haben gesagt, natürlich soll es so sein, dass ambulant vor stationär gehen soll, wie es im zweiten Pflegestärkungsgesetz ja auch verankert ist. Aber die Hansestadt Lübeck muss im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge entsprechend auch stationäre Pflege anbieten, und zwar in qualitativ hochwertig. Und was wichtig ist, es muss einen Sozialraumbezug geben. Das heißt, wir fordern, dass die Neubauten, die möglicherweise angedacht sind, in den Sozialbereichen verankert werden müssen und in diesem Sozialraum dann entsprechend auch Dienstleistungen rumgebaut werden, wie Ärzteversorgung, das hatte ja Frau Schulz-Asse schon auch vorhin schon gesagt, Friseur, Kiosk und so weiter, möglicherweise auch die eine oder andere Kita, die dann Naherholung muss, ÖPNV muss wichtig sein.
Also das sind so unsere Forderungen. Merkwürdigerweise oder glücklicherweise hat ja der Vorgänger von dem Herrn Wadeen, der ja jetzt Leiter der SIE ist, schon eine Vision 2030 dann vorgelegt. Die muss konkretisiert werden und entsprechend auch umgesetzt werden, sodass wir über diesen Weg dann von diesem Defizit, der momentan da ist, auch entsprechend runterkommen und wirtschaftlicher arbeiten können. Ein Punkt, ich weiß nicht, ob das gesagt worden ist, das waren ja sozusagen in Gutachten, die vor einigen Jahren ja schon gemacht worden sind, dass unter anderem auch die Heizkosten entsprechend hoch sind und in dem Umfang auch gar nicht anerkannt worden sind in den Kostenverhandlungen. Also das wünsche ich mir so, dass wir da in Richtung 2030 mit einem gut fundierten Konzept, nicht nur eine Vision, sondern auch Konzept dann gehen. Und das, was ich gesagt habe, das sind so unsere Eckpunkte, die wir fordern. Vielen Dank, Herr Bergmann. Und ich glaube, da sind wir Grünen mit Ihnen auch total einer Meinung. Also auch uns ist es total wichtig, die ambulante Pflege zu stärken. Heute Abend haben wir sehr, sehr stark über die stationäre Pflege gesprochen. Aber klar, die Menschen werden immer älter. Es werden noch immer mehr ältere Menschen. Und diese Menschen wollen natürlich, solange es geht, auch in ihren eigenen vier Wänden, in ihrem sozialräumlichen Quartier alt werden. Und entsprechend ist es unsere Aufgabe als Hansestadt Lübeck und auch unsere Aufgabe als Politik, dass wir da bedarfsgerecht Wohnraum zur Verfügung stellen, Barrierefreiheit garantieren, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen eben auch in ihrem Quartier alt werden können. Da sprichst du mir aus der Seele. Wir haben da auch schon viele Anträge zugestellt, sind da noch nicht hundertprozentig durchgekommen, aber wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, gemeinsam mit eurer guten Arbeit vom Seniorenbeirat. Vielen Dank auf jeden Fall auch dafür, Manfred. Frau Herrmann, Frau Schulz-Asche und wir haben jetzt schon viel heute gesprochen über die Arbeitsbedingungen in der Pflege. Vielleicht von Ihnen nochmal abschließend, das, was Sie heute gehört haben, auch von Cordula Schulz-Asche aus der Grünen Fraktion, die ja vielleicht im kommenden Bundestag von Regierungsverantwortung sind, man weiß es ja nicht, stimmt Sie das eher positiv, auch hinsichtlich Ihrer eigenen Situation als Fachkraft in der Pflege? Ja, also ich muss sagen, ich habe ja eine Kollegin mitgebracht, die hier bei mir zum Rückhalt oder im Rückhalt sitzt und wir haben uns zwischenzeitlich mal so durch Kopfnicken oder durch Abstimmen, dass Frau Cordula Schulz-Asche schon viele gute Ansätze und viele Ideen, die wir eben auch haben oder die hier diskutiert worden sind bei uns im Gremium, in der Mitarbeiterschaft, dass das von ihr eben jetzt alles durchaus mit in der kurzen Zeit schon mit eingebracht wurde. Und das stimmt uns schon positiv, ja, das muss ich so sagen. Auch brauche ich bei Herrn Bergmann nur noch ergänzen, dass ich mich dem anschließe, was er sagt, dass das Konzept, die Vision ist da. Frau Akjut begleitet das ja auch schon eine ganze Zeit, wie oft wir von unserer Seite ein Konzept für die Senioreneinrichtungen gefordert haben, das vermag ich gar nicht mehr zu sagen. Die Zeit arbeitet gegen uns in diesem Fall, gegen unsere Häuser. Ja. Von daher ist es schön, wenn von irgendeiner Seite der Ausschussmitglieder, der Bürgerschaftsmitglieder, wer auch immer, Verantwortung übernommen wird und die Unterstützung für uns da wäre, da den Druck auf die Verwaltung noch ein bisschen zu erhöhen, dass das auch in die Umsetzung gehen kann. Dafür würden wir, ja, plädieren, darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da waren auf jeden Fall, Frau Herrmann. Und wir Grüne machen ja genau deswegen auch so eine Veranstaltung heute zu diesem Thema, zu dem Pflegethema und den Senioreneinrichtungen, um das Thema zu thematisieren und um zu zeigen, dass es ein unfassbar wichtiges Thema ist für uns Grüne, aber auch für die gesamte Stadtgesellschaft. Daseinsvorsorge ist immer noch die primäre Aufgabe von Kommunen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und in dem Kontext hat mich auch besonders erfreut, dass Cordula hier auch klar gesagt hat, dass Kommunen auch unterstützt werden müssen, in Zukunft stärker durch den Bund, also auch bei der Finanzierung ihrer Aufgaben, der Aufgabe der Daseinsvorsorge. Darüber freue ich mich sehr. Und jetzt vielleicht abschließend noch Cordula, 2 Minuten, bevor wir dann auch zu Ende sind mit der Diskussion. Wir haben gerade Corona, wir haben eine unfassbar belastende Situation, auch für die Pflegekräfte, die wirklich unsere Gesellschaft gerade am Laufen halten und völlig am Rand ihrer Belastungsgrenzen und darüber hinaus gehen und arbeiten für unsere Gesellschaft. Was sind so in den nächsten Monaten während Corona, bis vielleicht irgendwann wir es schaffen, unsere Gesellschaft durchzuimmunisieren über den Impfstoff?
We will know, we will see. Aber was sind jetzt die ersten Aufgaben in der Zukunft? Damit meine ich jetzt nicht, sei das 21 oder so, sondern jetzt unmittelbar auch für die Grünen und für dich, um Pflege und die Situation in diesem Bereich auch während Corona zu verbessern. Ja, vielleicht mache ich ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt in der letzten Woche einen Antrag eingebracht in den Bundestag, wo es um die Intensivpflege geht, also wie wir es schaffen. Das ist ja immer einer der Maßstäbe im Moment, auch bei Corona, dass wir eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden wollen. Wir wissen aber, dass gerade die Intensivpflegefachkräfte auf den Stationen im Prinzip seit Monaten am Belastungsrand arbeiten, auch wo wir alle gedacht haben, jetzt ist die erste Welle vorbei, die Arbeit auf den Intensivstationen ja nicht vorbei war. Und von daher haben wir einen Antrag eingebracht, wie man sowohl perspektivisch natürlich die Situation der Fachpflege im Bereich der Intensiv verbessert, aber auch wie man mit kurzfristigen Maßnahmen tatsächlich hier helfen kann. Den kann man sich gerne angucken, ist jetzt zu lang für die 2 Minuten. Ich wollte aber noch mal am Ende ganz kurz eine Lanze für die Kommunen brechen in der Versorgung von älteren Menschen. Die Intensivpflege gehört ja auch, wenn man kommunale Träger in Krankenhäusern hat, auch dazu. Ich glaube, dass die Kommunen tatsächlich eine Schlüsselstellung haben in der Pflege. Und zwar sowohl was selbstbestimmtes Alter eben als auch was Qualität von Pflege angeht. Und dazu gehören, was schon vorhin angesprochen wurde, die ganze Frage der Sozialraumorientierung. Ich wünsche mir ja eine Tagespflegeangebote, ähnlich wie im Kinderbereich, also dass man wirklich unter Umständen auch einen Rechtsanspruch auf Tagespflege für die älteren Familienmitglieder hat und dass man, und in all diesen Fragen spielt die Kommune eine ganz große Rolle. Und was ich jetzt mitbekommen habe von Lübeck, seid froh, dass ihr kommunaler Träger von euren Pflegeeinrichtungen seid. Weil ich denke, dass auch gerade in der Frage, wie kann man Zukunft in der stationären und in der ambulanten, das würde ich übrigens konzeptionell zusammendenken, wie kann man das tatsächlich tun und auch finanzieren. Und dann ist, wie gesagt, die Frage Unterkunft, Verpflegung, Investitionen, darüber ist ja gesprochen worden. Das ist dann natürlich eine Aufgabe, wo die Kommune selber auch Hand oder Geld dazu geben muss. Aber was wir eben wollen, ist, dass die Pflegeleistungen selber eben nicht auch noch auf diese Kosten obendrauf kommen. Also und von daher ist uns doppelte Pflegegarantie, wo wir diese Eigenanteile, die nur die Pflege beziehen, wirklich massiv senken wollen und dann eben auch deckeln und den über die Pflegeversicherung als Bürgerversicherung dann finanzieren lassen wollen, ist, glaube ich, ein ganz guter Schlüssel. Das würde euch übrigens auch helfen, weil dann nämlich diese Beteiligung der Pflegebedürftigen an den Kosten erheblich geringer wäre und sie würden dann eben für die Verpflegung und die Miete sozusagen zahlen, aber eben nicht mehr diese horrenden Summen, wie gesagt, 738 Euro mit steigender Tendenz pro Monat pro Pflegebedürftigen. Das sind einfach Summen, wo wir wissen, die meisten Menschen haben dieses Geld gar nicht. Und wenn man wirklich von Würde im Alter spricht, dann heißt es auch, Sozialhilfe zu vermeiden, Hilfe zur Pflege zu vermeiden. Und da profitieren ja die Kommunen auch wieder von. Absolut. Vielen Dank, Cordula. Das war ein toller Schlusssatz. Genau das, darum geht es uns auch. Würde, in Würde altern. Und da zählt eben sozusagen das Abschieben in die Sozialhilfe durch eine Entgelterhöhung einfach nicht dazu. Und in diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr, sehr herzlich bei unseren Diskutantinnen und Diskutanten, Herr Bergmann, Frau Herrmann, Cordula Schulz-Asche, Michelle, zur Unterstützung hier. Vielen Dank, dass ihr so auf so einer hohen Ebene mit uns fachlich und inhaltlich diskutiert habt. Ich fand, es war eine sehr, sehr interessante und inhaltliche Diskussion. Ich bedanke mich auch bei den ZuschauerInnen und für all eure Fragen und dass ihr dabei geblieben seid. Hoffe, ihr seid nicht sauer, wenn wir die ein oder andere Frage in dieser Zeit nicht beantwortet haben. Und trotz allem war das, glaube ich, eine schöne Diskussion und uns Grünen hier in Lübeck und auch generell ist es ein sehr, sehr, sehr wichtiges Anliegen und wir werden das weiterhin sehr genau verfolgen und da unsere Position klar machen. Also vielen, vielen Dank für diese Diskussion. Ich würde damit alle entlassen. Geht ruhig gern einfach aus der Zoom-Konferenz raus. Tschüss, schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Genau. Vielen Dank allen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Guten Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.